Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Ying-Moment. Für zwischendurch. Positionieren Sie sich in der Kindshaltung, Fußrücken auf dem Boden, Handfläche weit nach vorne gestreckt, ganz tief einatmen in den Rippenkäfig, diesen richtig füllen und bei der Ausatmung einen Moment in die Atemleere eintauchen. Einatmen, Blick nach vorne, Vierfüßler stehen. Ausatmen in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svasana. Hüfte weit nach oben, kleiner Walking Dog. Ganz bewusst sich mit der Atmung verbinden. Und nun das rechte Bein weit nach oben für die Taube, Fuß nach vorne. Schienbein parallel zum kleinen Mattenrand. Jederzeit können Sie einen Block, eine Decke oder irgendwas unter die rechte Hüfte positionieren. Und wenn Sie sich ganz wohl fühlen, dann erlauben Sie, dass der Rumpf sich ablegt auf dem vorderen rechten Bein. Tauchen Sie ein in eine liebevolle Ying-Einheit der Hingabe, des Loslassens für die innere Stille, innere Ruhe. Gerade in dieser kurzen Ying-Einheit werden Sie auch eine ganze Menge Ernte für sich bekommen. Wichtig ist jetzt mal alles loszulassen. Und diese kurze Zeit, die Ernte mitzunehmen. Wir werden kleine 2-Minuten-Einheiten einbauen und ganz tiefe, ruhige Atmung, wenn die Gedanken zu schweifen beginnen, dann immer wieder loslassen und vertrauen, dass alles, was kommt, auch seinen Raum bekommen wird. Gegenwärtigkeit ist der Schlüsselfaktor für heute, hier und jetzt. Bleiben Sie mit der Atmung, mit den Empfindungen, die auftauchen. Tiefe Atmung. Tief einatmen, Rumpf ganz viel Länge schenken. Beim Ausatmen Handfläche flach auf dem Boden, hintere Bein, Stilettofuß. Und wir schieben den Boden weg in herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Einen kleinen Walking Dog, mal die rechte und linke Ferse etwas tief. Einatmen, Atemfülle ausatmen. Linke Bein hoch und nach vorne für die Taube und auch hier. Wenn Sie möchten, einen Block oder eine Decke unter die Hüfte links, können Sie auch gerne unter die rechte Hüfte positionieren. Beim Ausatmen noch tiefer abtauchen. Vielleicht einen Block unter die Stirn. Eintauchen in die Entspannung. Wegkommen von dem Stress des Alltags. In diesem Moment der Hingabe, sodass der Körper in die Regeneration, in die Erholung eintauchen kann. Thank you.
tiefe, ruhige Atmung. Den Boden wegschieben mit der Handfläche. Und wir legen uns nun in die linke Hüfte, bringen das rechte Bein nach vorne. Die Beine etwas öffnen für Upavishta Konasana. Fußspitzen ganz entspannt lassen, die Beine so weit öffnen, bis jetzt stimmig ist. Einatmen, Rumpf lang strecken und ausatmen, den Rumpf nach vorne falten. Entweder die Hände auf dem Boden oder einen Block. Oder die Ellenbogen auf dem Block, so wie es jetzt passt, oder ein Bolster unter den Rumpf positionieren. Tief einatmen und beim Ausatmen noch mehr loslassen. In die letzten tiefen Atemzüge. Ganz langsam wieder hochkommen in eine sitzende Position. Die Beine liebevoll zueinander bringen, vielleicht mit den Händen außerhalb der Oberschenkel. Einatmen, dann Dasana, der Stocksitz. Ausatmen in die einfache Vorbeuge. Paschimottanasana. Tiefe Atmung, loslassen, aufrichten in eine sitzende Position. Die Beine etwas beugen und Wirbel für Wirbel abrollen in die Rückenlage. In eine Happy Baby Pose, Fußsohle zum Himmel, Fußaußenkante fassen. Tief einatmen und beim Ausatmen die Beine auf dem Boden positionieren für eine Schulterbrücke. Beine hüftschmal geöffnet. Und beim Einatmen aufrollen in die Schulterbrücke. In diese Rückbeuge. Ausatmen, wieder lösen. Einatmen, nochmal hoch. Ausatmen, lösen. Ein.
Bein nochmal hoch, Schienbein fassen, untere Rücken entspannt, nach rechts und links schaukeln und den Shavasana-Moment loslassen, Handrücken Boden. Tauchen Sie ein in die Entspannung. Loslassen. 2 Minuten der Hingabe.